Vor gut einer Woche feierte vor Kloster und Rieden die Zusammenführung mit Bregenz und seitdem hat Maria Hilf dieses Kunstwerk hinter mir. Er steht direkt vor der Kirche Maria Hilf und direkt neben dem Kinderspielplatz. Das verlockt sehr viele Kinder natürlich dazu, auf diesem Kunstwerk auch herumzuklettern, wofür es aber leider nicht gedacht ist. Die Stadt hat dies nun mit neuen Schildern auch bekannt gegeben, dass eben Eltern haften, wenn Kinder hier herumturnen. Diese sind natürlich nicht übertrieben begeistert. Schließlich ist es direkt neben der Schule und auch am Kinderspielplatz. Ich habe mich mal kurz umgehört, was man hier am Spielplatz also sagt. Also wir finden, das kann nur ein Klettergerüst sein. Wir saßen eben in der Runde zusammen und haben uns beratschlagt, was das jetzt Neues sein kann. Und waren der Meinung mit den Kindern zusammen, dass das nur ein Klettergerüst sein kann, weil die Lage eigentlich direkt neben dem Spielplatz oder für sprechen würde. Dass es ein Klettergerüst ist, ganz klar. Und unsere Kinder sind auch gleich losgestürmt und haben versucht, dieses Klettergerüst zu erklimmen. Auch andere Stimmen sind sehr kritisch. Das Kunstwerk ist zu nah an der Straße, also wenn Kinder darauf spielen, kann ihnen natürlich sehr viel passieren. Und überhaupt, was soll so ein Kunstwerk direkt am Spielplatz? Manche hätten es lieber drüben bei der Kirche gesehen, wo auch für Kinder klarer ist, dass es nicht zum Spielplatz gehört.